Nein, es gibt viele verschiedene Möglichkeiten für dich zu kommunizieren. Es geht nicht immer um deinen Wortschatz oder ums Reden. Zum Beispiel, Achtung, das, was ich dir jetzt sage, kommt viel anders darüber, wie wenn, Achtung, das, was ich dir jetzt sage, es ist spannender mit der Körpersprache. Weit weg, das ist super, das ist einwandfrei. Es gibt große Ziele, es gibt kleine Ziele, wie die Bewegung groß, klein, identisch. Aber durch deinen Wortschatz, durch dein Sprechen und die Körperbewegung groß, klein. Das Witzigste ist, die meisten Menschen wissen es ja, wie wir Kinder haben. Achtung, du hörst mir jetzt zu, mein Freund. Groß, klein. Weit weg, näher, es ist toll, bleib mir fern. Natürlich nimmt er das auch wahr oder die Personen nehmen das wahr, wenn du jetzt nur so da sitzt und redest, klar. Aber mit der Körpersprache wird es verinnerlicht. Es geht dadurch, dass das Gehirn arbeitet, geht es automatisch in deinen Speicher, in dein Unterbewusstsein. Wenn ich jetzt nur so da sitze und rede, können viele nicht. Ja? Viele brauchen wirklich die Arbeit vom Gehirn her. Sobald du die Augen aufmachst, braucht dein Gehirn den Input. Ja? Er braucht Input, um zu arbeiten, um zu funktionieren. Wenn du jetzt die Augen zumachst, Musik, Audiodateien hörst, ist das was völlig anderes. Aber bei Videobotschaften, wenn du auf den Bildschirm schaust, braucht dein Gehirn ja was zum Schaffen. Also wenn ich jetzt hier so rede, das ist ja, guckst du mich jetzt noch an oder hörst du jetzt nur meinen Sound? Ja, wenn du mich anguckst, ohne Schrift, wenn ich da jetzt nichts einblende, wo dein Gehirn ablesen kann, parallel, nimmst du meinen Wortschatz jetzt gar nicht wahr, ja, was ich sage, was ich dir vermitteln möchte, nimmst du gar nicht wahr. Deswegen entweder du machst jetzt irgendwas rein, wo dann drüber läuft über den Bildschirm. Oder du fuchtelst ein bisschen mit den Händen rum. Natürlich schon im Rhythmus. Der Rhythmus ist wichtig. Ich kann jetzt nicht hier irgendwie so rumfummeln oder so. Ja, das sieht erstens verrückt aus und zweitens, als ob ich irgendwie nervös bin. Den Fokus setze auf Taktung. Du kannst natürlich deine Stimme auch betonen. Lauter werden, begeistern zum Beispiel. Warum musst du dieses Ziel so weit von dir entfernen, wenn du doch. Ja? Ihr wisst was.